6 im Nina Cordon Guesthouse hier am Peipussee. Es ist hier gerade etwas dunkel. Ich habe, doch, da habe ich die Lichtschalter schon gefunden. Ich bin hier gerade in einem Gästehouse angekommen, wo ich heute Nacht übernachten werde. Und das zeige ich euch mal. Das ist hier schon mal ein großer Schrank, der hier steht. Das Ganze ist hier ein Zimmer für 3 Personen. Wobei 3 Personen sich auf 3 ja, Einzelbetten bezieht hier. Der Schrank hier mit einer großen Spiegeltür hat Platz für ein paar Klamotten. Hängt schon meine Jacke drin. Hier ist alles etwas rustikaler. Hier eine Sitzgelegenheit mit einem Tisch. Da stehen schon mal meine Taschen. Hier dieses Bett, wo ich heute Nacht übernachten werde. Hier habe ich einen schönen Fenster raus. Und genießt mal den Blick daraus. Da ist schon mal der Blick auf den See da hinten. Den seht ihr da vielleicht schon. Da kann man dann, wenn es etwas wärmer ist, gerne direkt in den See springen. Hier ist ein kleiner Samsung Flatscreen-Fernseher. Ein Föhn liegt da unten auch. Sehr schön, hier vertraut man den Gästen, dass sie das auch nicht mitnehmen. Und hier geht es eine kleine Treppe hoch. Und das zeige ich euch auch schnell mal. Hier passe ich jetzt mal auf meinen Kopf auf. Habe ich mir eben schon hingetan. Und hier unterm Dach gibt es nochmal 2 Einzelgästebetten. Ganz nett gemacht, hübsch renoviert. Ja, hübsche Fensterchen hier drin. Und genug Licht und Feuermelder gibt es hier auch. Sehr ordentlich. Ja, ein schönes Gästehaus für 3 Personen. Oder ein Gästezimmer so. Hier gibt es noch mehr Zimmer. Wir sind gerade eben angekommen hier am Peipussee in Estland. Auf der anderen Seite des Sees ist die Grenze zu, oder mittendrin ist die Grenze zu Russland. Auf der anderen Seite ist Russland. Schöne, abgelegene Ecke. Sehr, sehr schön. Wunderschöne Frauen. Herzliche, hervorragende, ganz liebevolle Menschen. Ich mag es hier in Estland. Ist einfach sehr, sehr schön. Ciao, servus. You did very well on your test. Can you start Monday morning? Monday morning? Oh, that would be wonderful, Mr. Arnold. We're a small organization, Miss Spencer. We find that getting along with